Herr Gerster, wir sprechen von digitalen Trend und jetzt stellt sich die Frage, wie können denn die Kunden von diesem digitalen Trend am besten profitieren? Also jeder Anleger, der sagt, ich möchte eine Altersvorsorge machen, ich möchte Vermögen aufbauen oder ich habe schon Vermögen und möchte das Vermögen auch irgendwie absichern. Die Risiken in der Finanzbranche wären eher größer als geringer. Aktien haben ein bisschen ihre viel von der Basis verloren, Immobilien, alle Anlageklassen sind ziemlich unter Risiko. Dort 5%, 10% in digitalen Assets investiert zu sein, also in Bitcoin und nicht nur in einem, sondern eben halt in einem sehr breiten Portfolio von digitalen Assets, ist etwas, was ich jedem sehr rate und empfehle. So, es kommt immer drauf an, ist man ganz jung oder ist man ein bisschen älter, hat man schon viel Vermögen, hat man weniger Vermögen, aber sowas wie 5-10% in digitalen Assets wird so breit empfohlen und machen auch die meisten. Warum? Das ist einer der wenigen Asset-Anlageklassen, die überhaupt das theoretische Potenzial haben, mal so eine Verzehnfachung des investierten Kapitals in den nächsten 3-5 Jahren zu machen. Bei anderen, bei Gold ist das schwierig, bei auch der Technologieaktienbereich ist einfach ein 10x, ist also ein Zehnfache. Eine Verzehnfachung ist nicht sehr wahrscheinlich. Beim digitalen Asset-Bereich wird es als gut wahrscheinlich angesehen. Das heißt, ich kann mit einer 10% Investment in digitale Assets mein Vermögen schon mal verdoppeln. Indem Sie in unsere Strategien investieren. Also wir bieten so Wachstumsbausteine an, also unsere aktiv gemanagten Themen-ETFs. Die investieren in Unternehmen, die eben sehr stark wachsen. Und ich will mal zwei herausgreifen. Also wir haben auf der einen Seite haben wir Cybersecurity-ETF. Das ist eine Strategie, die managen wir seit 6 Jahren inzwischen. Und wenn man sich vorstellt, dass allein im Jahr 2025 100 Milliarden ans Internet verbundene Geräte existieren werden, dann kann man sich vorstellen, wie groß das Einfallstor wird für Cybercrime. Ja? Und alle Unternehmen, die dazu beitragen, dass weniger Cybersecurity-Einbrüche passieren, ja, in die investieren wir. Das ist ein Beispiel. Ein zweites Beispiel, um es kurz rauszugreifen, ist eben Digital Payment ETF, den wir im Mai dieses Jahres an den Markt gebracht haben. Und da investiert man in Unternehmen, die von der Digitalisierung des Zahlungsverkehrs profitieren. Jetzt als Deutscher würde man vielleicht denken, okay, das ist ja, spielt nicht so eine große Rolle. Wir als Deutsche sind relativ bargeldlastig unterwegs noch, aber wenn man nach Asien schaut, 80% der Umsätze dort erfolgen eben auf dem digitalen Weg. Und da wird die Richtung, die zeigen uns die Richtung auf, in die es hingehen wird. Naja, zunächst sind wir ja ein digitaler Vermögensverwalter. Das heißt, der Kunde kann über unsere App ein vollkommen digitales Depot eröffnen. Wie Sie es gerade angesprochen haben, wir lassen ihn nicht alleine. Deshalb kann er im kurzfristigen Bereich BaFin-lizenzierten Tradern folgen, die ihn an die Hand nehmen. Im langfristigen Bereich kuratierte Fondslösungen und auch Vermögensverwaltungsportfolios kaufen. Und seit neuestem bieten auch wir Kryptowährungen an. Und das machen wir nicht über irgendwelche Cayman-Wallets, sondern über deutsche renommierte Banken, Bank aus Scheich und von der Heidt, mit denen wir da zusammenarbeiten und werden auch hier in Kürze Trading über StarTrader anbieten. Das heißt, auch hier werden Portfolios für den Kunden von StarTradern betreut. Das nächste Projekt ist Tokenisierung. Dort gibt es viele Möglichkeiten, beispielsweise Private Equity Investments, die jetzt nur im großen Stil für institutionelle Anleger zur Verfügung stehen. Die werden wir dann auch Retail-Anlegern anbieten können. Und damit haben wir eine sehr große Bandbreite des ganzen digitalen Geschäfts erreicht. Also bei der Digitalisierung muss man erstmal sagen, dass ja letztendlich dadurch die ganzen Fintechs entstanden sind. Diese Schnellboote, die im Markt einfach ganz neue Standards gesetzt haben. Die haben isoliert sich ein Geschäftsmodell gesucht, ein Kernthema und das in Perfektion teilweise umgesetzt. Das hat die Banken ganz schön unter Druck gebracht und generell die Vertriebe. Und diese Fintechs sind aber auch eine schöne Benchmark, die ein Stück höher gelegt wurde, an der man sich orientieren kann. Und das haben wir gemacht. Unser Geschäftsbericht heißt auch Fintechs meets Consulting. Also wir versuchen, diese Technik zu kombinieren, natürlich mit der Beratung. Dass wir sagen, der Kunde kann sehr technisch orientiert auch vieles selbst entscheiden und selbst machen, aber
wir verbinden das dann mit dem Berater, mit Teilautomatisierung und auch einfach, dass der Berater sein Geschäftsmodell noch skalierbarer umsetzen kann und davon profitieren kann. Ja, also unsere Kunden als Unternehmensberatung sind ja sozusagen Finanzdienstleister, Unternehmen der Finanzindustrie. Ich finde Begriffe, die das da mal ganz gut auf den Punkt bringen, ist einmal kundenorientierter werden, relevanter werden im Leben der Kunden. Das ist ein großer Bereich und das andere ist effizienter zu werden. Das sind die großen Chancen für die Kunden. Und das sowohl im bestehenden Geschäftsmodell als auch in sozusagen neuen Geschäftsmodellen, die man entwickeln kann. Das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, weil die Chancen können immer nur die nutzen, die sich dem auch öffnen, wer nicht mitgeht. Und da gibt es auch viele sozusagen, die sind natürlich auch bedroht genau von diesem Trend. Und wenn man jetzt mal noch eins weitergeht und sagt sozusagen die Kunden unserer Kunden, da sind wir dann eben beim Endinvestor, Anleger und so weiter, da sehe ich halt eine große Chance da drin durch das ganze Thema Digitalisierung, dass sich auch was in der ganzen Anlagekultur in Deutschland nochmal verbessert. Weil da haben wir ja wirklich historisch immer ein langes Problem gehabt. Es liegt Geld unverzinst irgendwo rum oder auch mit Riester haben wir uns ja da Probleme geschaffen, ja, mit Kapitalgarantien und dann ist die Rendite weg. Da wäre schon meine Hoffnung und Erwartung, dass eben durch das Thema Digitalisierung, digitale Assets, einfacher Zugang, günstigerer Zugang, sich da wirklich nochmal in Deutschland langfristig auch was verändert, sozusagen die Bevölkerung auch wirklich besser anlegt und anlegen kann. Herzlichen Dank an meine Experten. Das war die Runde zum Thema globaler Überblick der Digitalisierung in der Finanzbranche.